Kennt ihr das Gefühl, ihr sitzt auf eurem Motorrad, fahrt über die Landstraße und spürt diese unendliche Freiheit? Und auf einmal überkommt euch das Gefühl, mal so richtig am Gas zu drehen, wie zum Beispiel in diesem Video. Die Linke zum Gruß, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel Fahrlässig Motorrad. In diesem Video möchte ich euch ganz gerne mein persönliches Ventil zeigen, das ich nutze, um mal den Hahn so richtig aufzureißen. Es wird auf jeden Fall interessant, bleibt dran, bis gleich. Ich persönlich kann jeden Motorradfahrer verstehen, der wirklich mal das Bedürfnis hat, so richtig am Gas zu ziehen. Und genau aus diesem Grund möchte ich gerne dieses Video nutzen, um euch mein persönliches Ventil dafür zu zeigen. Bevor ich euch jedoch mein Ventil zeige, möchte ich gerne noch ein paar Punkte davor ansprechen. Wenn man mal etwas schneller fährt, oder auch natürlich richtig am Gas tritt, passieren sehr, sehr viele Sachen, über die man sich in gewisser Weise bewusst sein sollte, meiner Meinung nach. Aber die Sachen, die ich jetzt auch anspreche, das sind nicht immer Gedankengänge, die natürlich während der Motorradfahrt einem durch den Kopf schwirren, sondern das ist eine grundsätzliche Einstellung. Ich persönlich nutze genau solche Situationen auch gerne mal, um mein eigenes Motorrad vielleicht ein bisschen mehr kennenzulernen oder zu verstehen, was denn dabei passiert. Zum Beispiel, wenn ich ziemlich fest am Gas ziehe, was dabei mit meinem eigenen Körper passiert, was dabei mit dem Motorrad passiert oder was dabei zum Beispiel auch mit meiner Psyche passiert. Mein Tipp grundsätzlich dazu ist auf jeden Fall immer, nicht plötzlich ans Gas zu gehen, sondern immer smooth das Ganze zu machen. Zum einen sieht es deutlich besser aus und zum anderen macht es deutlich mehr Spaß, wenn man aus der Kurve raus beschleunigt und alles soweit auch unter Kontrolle hat. Jetzt stellt sich aber die Frage, was denn eigentlich mein persönlicher Ventiltipp für euch ist. Wie schon am Anfang erwähnt, ich kann jeden Motorradfahrer verstehen, der sowas mal machen möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu kitzelt es bei mir in der Hand auch mal. Trotzdem ist das Ganze natürlich auch etwas mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, wenn wir uns auf der Landstraße befinden, im öffentlichen Straßenverkehr, ist es vielleicht nicht immer die beste Idee, den Hahn aufzureißen. Und genau aus diesem Grund, um diesem Bedürfnis nachzugehen, habe ich mit Gymkhana begonnen. Gymkhana ist meiner Meinung nach eine wunderbare Möglichkeit, um an die Grenzen von sich selber und an die Grenzen des Motorrades zu kommen. Und natürlich auch dem Bedürfnis nachzugehen, den Hahn mal so richtig aufzumachen. Der Vorteil ist dabei, wenn ihr das Ganze richtig vorbereitet, dann stört ihr auch keinen dabei und ihr macht es eigentlich auch legal. Beim Gymkhana könnt ihr sehr, sehr viel lernen. Ihr könnt euch mit euch selber auseinandersetzen, euch selbst reflektieren oder auch euer Motorrad genauer analysieren und euch damit vertraut machen. Als Resultat aus dem Ganzen sensibilisiert ihr euch auch, was es denn bedeutet, höhere Geschwindigkeiten zu fahren, beziehungsweise auch höhere Schräglagen zu fahren oder was es bedeutet, abrupt ans Gas zu gehen oder auch abrupt zu bremsen. Das sind alles so Faktoren, meiner Meinung nach, die reinspielen, um zu einem guten Motorradfahrer zu werden. Man weiß, wie man selbst auf gewisse Situationen reagieren kann oder muss, und man weiß, was das Motorrad in gewissen Situationen macht. In einem Gesamtpaket könnt ihr auch dann viel, viel besser einschätzen, ob es denn auch sinnvoll ist, auf der Landstraße mal den Hahn aufzudrehen oder ob ihr es lieber sein lassen solltet. Ein weiterer Ventiltipp meiner Meinung nach ist natürlich auch die Rennstrecke. Der kleine Nachteil ist dabei, dass die Rennstrecke nicht immer ganz günstig ist. Allerdings muss man ganz offen und ehrlich dazu sagen, auf der Rennstrecke könnt ihr auch sehr, sehr, sehr viel lernen. Und ihr habt dabei die Möglichkeit,
ganz legal, weil euer Motorrad so auszufahren, wie ihr das gerne möchtet. Auf der Rennstrecke könnt ihr auch ganz, ganz viele Sachen ausprobieren, euer Motorrad neu kennenlernen und euch auch selbst kennenlernen. Und wie bereits im Gymkhana-Teil gesagt, im Gesamtresultat sensibilisiert ihr euch dabei viel mehr und bekommt auch ein viel besseres Gefühl für den öffentlichen Straßenverkehr oder wann es angebracht ist, den Hahn aufzudrehen oder mal eher etwas zu schließen. Zusammengefasst möchte ich also sagen, dass es meiner Meinung nach auf jeden Fall schon mal wichtig ist, dass ihr euch schon mal selber reflektiert habt. Ihr müsst verstehen, was ihr für Motorradfahrer seid und wozu ihr in der Lage seid. Dabei solltet ihr auch wirklich ehrlich mit euch umgehen, weil das kann natürlich auch ziemlich nach hinten losgehen. Zweiteres ist natürlich auch wichtig, dass ihr euer Motorrad auch gut kennt. Ihr solltet verstehen, wie euer Motorrad darauf reagiert, ob euer Motorrad überhaupt dafür ausgelegt ist oder ob ihr lieber mal etwas Gas herausnimmt. Unterm Strich ist meine wärmste Empfehlung an euch, wenn ihr mal den Hahn so richtig aufdrehen wollt, besucht auf jeden Fall abgesperrte Plätze, zum Beispiel Parkplätze oder auch die Rennstrecke. Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euren Bedürfnissen nachzugehen. Ihr gefährdet keinen anderen und ihr seid auch viel, viel legaler unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, wenn ich aus dem Gymkhana-Training komme, dann fahre ich auch deutlich entspannter in den Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne mal euren Ventiltipp in die Kommentare. Und hinterlasst auch gerne ein Abo, damit ihr auch keine neuen Videos von mir verpasst. In diesem Sinn, die Linke zum Gruß, bis zum nächsten Mal. Ciao.